Hi, gute und herzlich willkommen zurück im LS22 auf der St. Kalle mit der Averia. Und dem Scholli. Hi. Wie ihr seht, wir stehen nicht ungefähr irgendwo, sondern vor der Spinnerei. Ja. Passt hoch. Ich soll weitermachen. Du bist doch hier die Käuferin hier. Hatten ja schon länger geplant, dass wir die Spinnerei kaufen. Und Isa hat gesehen, wir haben genügend Geld und die wollen wir uns jetzt auch gönnen. Ich meine, wir könnten unseren Kredit zurückbezahlen, aber da haben wir uns jetzt dagegen entschieden. Weil wir, glaube ich, mit dem Stoff, der hier bei der Spinnerei rauskommt, doch ein paar mehr Taler machen, als wenn wir jetzt die Wolle einfach nur verhökern. Ja. Sodass wir da langfristig vielleicht unseren Kredit mit besser tilgen können. Wobei danach ja die Schneiderei noch kommt, ne? Aber die ist auch nicht so teuer. Es geht, ne? Möchtest du kaufen oder soll ich kaufen? Kauf du. Okay, na dann gehen wir mal eine Runde shoppen. Kostet 60.000, können wir uns also leisten. Ja. Güter fehlen. Produktionsstätte verwalten. Stoffwolle? Stoffbaumwolle. Aha. Also müssen wir Baumwolle auch noch machen. Nee, müssen wir nicht. Wollte gerade sagen hier. Spulst du mit Absicht ein bisschen schneller? Ja. Okay. Gut. Das heißt, wir werden mal unsere mühselig hierher gefahrenen Paketchen an Wolle ja, zur Spinnerei transportieren. Ne? Da muss ich wieder dem Scholli hier seinen Kramsens klauen. So gern. Ich fahre zu Feld 5 und dünge. Genau. Verdient gleich wieder ein bisschen Geld zurück. Die Düngemission, ne? Ah, unser Feld muss auch noch hier düngt werden und unsere Wiesen. Da bin ich schon vorhin gerade rüber, über die Wiesen. Ach, bist du schon? Das ist schön. Ja. Das ist schön. Das habe ich gleich hier am Ende oder nach dem Ende der letzten Folge gleich gemacht. Hier gar nicht so einfach mit dieser Palettengabel, weil der Anbau passt ja nicht, Gott, an meinen Traktor so richtig, ne? Ist ein bisschen hoch. Ist ja eine andere Frontlader-Version. Ja. Und man muss auch fairerweise sagen, ist ja auch keine Palettengabel, das ist ja eine Mistgabel. Nein, das ist eine Palettengabel. Die haben wir gekauft. Wir eine Palettengabel Ja, gekauft? damit bin ich letztes Mal schon die Pakete hier hin und her gefahren. Ach, guten Morgen. Ja, da war was. Ups. Hoppala, hoppala, nicht so schnell, sonst fällt mir die vordere runter. So, warte mal, wie fahre ich denn jetzt am besten? Moment. Ich bin hier, du bist ja schon fast da, quasi. Ja. Ich versuche ja gerade mit zwei Paletten gleichzeitig zu gondeln. Wo denn? Die Gabel ist lang genug. Fahren wir hier rum? Nee, wir fahren lieber da rum. Ist die Straße nicht ganz so huckelig? Ist von Vorteil, wenn man so vollgeladen ist. Ich habe hier gehofft, dass es neue Verträge schon wieder gibt, aber nee.
Dass es was gibt? Neue Verträge. So. Ach hier, ich wollte gerade sagen, hier ist ja kein Weg. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt fahren wir aber wirklich solche Pampa hier. Erkundest du wieder das schöne St. Kalle? Ja, hier ist eine kleine Ruine. Schön. Wo dann? Da, wo ich gerade bin. Ach, du Ah, lieber Himmel. da bist du. Zwischen den Wiesen unten bei Feld 2. So, jetzt ist ja die Frage. Hier soll ich das abgeben? Oh ja. Das hat gut geklappt. Das ist schön. Brauchst du nur ranfahren, Paletten weg. Wunderbar. Ach so, das ist ja wieder zu viel für meinen Komposter hier. Ich will doch mal in die Innenansicht wechseln. Ja, so viel Grün ist irgendwie schwierig. Habe ich festgestellt. Okay, ist also effektiv alles wirklich nicht weit auseinander, ne? Wenn man erstmal den Dreh raus hat, luft's. So, dann holen wir erstmal die Paletten hier vom Hof. Und dann gucken wir mal bei den. Fährst du durch Zufall? Nee. Kannst bei den Schäfchen vorbei. Hast du da gesehen, ob da die Paletten schon wieder voll waren? Kann ich dir gleich sagen auf dem Rückweg. Ich hole gerade noch, mach den Düngerstreuer noch mal am Händler voll. Oh, ich kann ja auch selber da gleich langfahren, ist ja nicht schlimm. War doch doch gern lang. Ich erkunde auch gerade die Map. Needle and Stick. Oh, ich kaufe mal auch noch auf. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt, aber gut, sie hängt drauf. Gucken wir mal, wie lange. Die bleibt hängen, die ist ja magisch fest. Oh, wie diese Autolot-Dinger, ne? Das war mal eine Glitsche. In den Palettengabeln, kannst du dich erinnern? Ich hatte damit keine Probleme. Im 17er oder im 19er? Im 19er. Nee, also Oh doch, manchmal hing das schon so ein bisschen komisch. die Variante, die ich hatte, der Mod, der war bei jeder Palette. Da gab es ja aber auch viele Varianten. Nein, bleib drauf. Ich bleib doch hier. Ich mach nicht weg. Du doch nicht. Die Straßen könnten ehrlich einen kleinen Ticken größer sein. Bisschen abenteuerlich, was ich hier gerade mache. Aber jo. Ich sehe es nicht. Ist doch besser so. Komm, gleich Da geschafft. Gleich bin ich da.
Halte durch, Palette. Gegenüber von den Schafen ist ja nochmal Baumwolle, also da könnte man nochmal schöne Mission kriegen. Und eine Palette steht da bei den Schäfchen. Och, Gott sei Dank, eine volle. Ja, also zwei Wollballen sind da drauf. Sagen wir es mal so. Ich sagte einfach, ja, hier. Erstmal ja sagen, dann gucken. Wird schon irgendwie passen. So, auf Traktor, zieh den Berg hoch. So, nehmen wir uns die Palette nämlich auch gleich noch, wenn sie wirklich voll ist. Ja, wenn wir wieder eine Baumwollmission kriegen, wäre das super, oder? Ja. Na, steht noch keine neue. Das sind nur 697 Liter, das lassen wir mal. Also 739. Die lassen wir mal voll werden, wa? Wir haben ja erstmal vier Paletten da in der Mache. So zeigt er bei dir die Liter an. Oder hast du im Tiermenü geguckt? Ja, na klar. Okay. Es ist zu einfach, das kann jeder. So sehe ich jetzt hier Wolle, Stoff 31 Liter. Die kommen dann bestimmt hier in diesen Dings raus, wa? Musst du gucken, auf was es steht, auf Ausgabe oder verteilen oder direkt verkaufen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Im Produktionsmenü. Behalten. Gut. Das klingt gut. Genau. Wäre beides behalten. Ja, manche Produktionen haben dann hier als Standard direkt verkaufen, ja. Was ja nicht gerade in unserem Sinne ist. So, mal Stoff ist am Sinken überall. Und das Höchste wären 4,3, ne, für 1000 Liter. Und wenn wir Wolle, ist jetzt vielleicht das Höchste 1,3. Also es ist schon ein Unterschied, ne? Ja. Klar musste das Zeug ja auch hin und her gondeln und so, aber meine 4000 Taler für so ein. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht. Braucht, ne? Wie viel Wolle braucht der? Steht das irgendwo? Ich doch irgendwo gesehen. Ich meine, zwei Wolle für einen in der Produktion müsste das sein. Zyklen pro Monat. Rezept: zwei Wolle sind ein Stoff. Also werden wir aus unseren vier Paletten Wolle zwei Paletten Stoff kriegen. Gut. Dann haben wir aus 4000 8000 gemacht, also verdoppelt. Das ist doch gut. Und ich habe gerade die nächste Mission abgeschlossen. Hat bloß kein Geld gebracht. Düngenfeld 1. Okay. So, dann fahre ich mein Traktörchen. War der an? Oha. Mal wieder nach Haus. Denn wir sind auch so weit durch, würde ich sagen, für diese Folge, oder? Ja. Nächste Produktion ist am Start. Also, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, oder? Auf einem sehr guten Weg. Das sehe ich auch so. Gut Ding will Weile haben. Gut, ihr Lieben. Denn vielen Dank fürs Zuschauen und dabei gewesen sein.
Bis zum nächsten Mal. Horido. Tschüss.